Leute, grüßt euch, guckt mal am Schädel wieder, wie wir heute gehabt haben. Verrate euch einmal, warum München die schönste Stadt, die geilste Stadt der Welt ist. Wir haben ein gutes Wetter, wir haben schöne Mädels, wir haben das beste Bier, wir haben einen englischen Garten, wir haben einen chinesischen Turm. Wir haben einen riesen Gaudi, einen riesen Freund. Die Burschen sind gut drauf, das beste Bier, wo wir dann trinken, weil wir gut drauf sind. Aber ich verrate euch auch, warum wir Deutschen manchmal den dümmsten Hund auf der Welt sind. Dümmsten Hund, sage ich bewusst, Kaiser Franz. Kaiser Franz, eine Lichtgestalt, fußballerische Größe. Und seit ein paar Tagen, seit geraumen Tagen, hauen sie den Tannen rein, als wir wie ein Schwerverbrecher war. Bestimmt die Zeitungen, gerade mit den vier Buchstaben, die Arschloch-Zeitung, hauen derart rein, dass der gleich schwindelig wird. Der Draxler, der Sportkommentator, an sich ein Arschlecker, ein Fossenschlecker, Arschkrüger, sei das Zeichen, schlupft der Beckenbauer jahrzehntelang in Arsch rein. Sonstig mit seinem Dasein. Und jetzt auf einmal schreibt ihr am Heid, der Beckenbauer ein Schwerverbrecher. Kindsvergewaltiger, alte Weiber, Tatnaschen weggezogen und so weiter und so weiter. Ich sag's euch gleich, was hat er denn schon da? Alle haben es 10 Tage gerissen. Juhu, Sommermärchen, Fußball, Riesengaudi, auch wenn wir sie gut haben. Und ihr meint doch nicht gleich, dass Katar, Russland die WM gekriegt hat, bloß weil sie gut dastehen. Das schnell mal. Hunderter, brennt haben. Nein, nein, es geht doch halt nur über Unterstützungen. Bis zum Jahr 1999 haben wir das ja sogar absetzen können. Steuerlich, jawohl. Jetzt bin ich gespannt, ob wir heute mal Scheiße mit gut sind. Fix mit euch heute. Nein, ich grüß dich gerade. Du störst ja überhaupt gar nicht. Jetzt habe ich gerade gerannt und geschimpft habe ich. Aber jetzt ist ein gerannt, der guten lange Job. Nächstes Jahr die Banane, oder? Ich hab das schon hergekriegt, weil Bananen sind ja für die Energiespender. Ja, ja, schnapp dir doch einen Ring, aber du bist ewig gut drauf. Ja, meistens. Wir verraten jetzt einmal die Münchner, was wir zwei, der Mike und ich, für einen Riesendeal haben. Der Mike hat eine Riesenkarre. Die ist ungefähr wie lang ist denn die? 8,6 Meter wert sein, hätte er irgendwie zwei Spinnen. Der kriegt von mir Tag ein, Tag aus Bananen auf Haus. Und dafür darf ich einmal oder zweimal im Monat oder einmal im halben Jahr völlig wurscht, völlig ohne Stress, darf ich mit der langen Limousine, mit den schönsten Mädchen von München, eine Stadttour machen. Jetzt verrat einmal, was der Vorteil ist an so einer Stretch-Schwimmer, die man bei dir mieten kann. Ja, der Vorteil bei mir in erster Linie ist, dass man die Getränke sogar mitbringen darf. Ja. Du darfst einen Kasten Bier einstellen. Augustiner. Jäger sehr, scheißegal. Wie gewünscht. Ja. Und ja, dass halt ich der Fahrer bin, gell? Du bist der Fahrer und du musst auch nicht. Ja, du darfst also nicht auch für dich 0,0. Daher die Bananen. Daher Bananen gibt Energie, Riesengau, die Riesenstimmung und die kann man buchen für Hochzeit. Hochzeit. Für Geburtstagsfeier. Junggesellenabschied. Genau. So Riesengau, oder? Die Kinder hin feiern, Gaudi machen. Genau. Hast du schon mal erwischt, die waren so unanständig waren hinter den? Ja, ab und zu sind sie ein bisschen gut ordentlich. Ja, aber unanständig warst du, hast du Schweine gelegt? Jawohl, ein Kavalier, das wird Pfarrer, gell? Der hat zwei Wappen, wenn ich weiß. Jetzt schauen wir uns mal den Kario. Hey, ja, ich verrate euch einmal, wenn ihr eine Feier machen wollt, du hast eine Feier, aber schon gesagt, Hochzeit, in irgendeiner Party, liegt mit euch die lange Kario, die ist, wie heißt das? Stress, Limousine. Irgendein Kampfer. Genau, ich hätte es euch mit. Der Mike und den Kampfer ja noch verraten, wir kennen es nicht zu dir. Ja, anrufen am besten. Ja. Könnte das irgendwie über das Internet raus oder sagen wir es? Oder bei Facebook, MB Stretch Limo. Ja. Da ist alles drauf. Homepage, Telefonnummer. Alles ist drum und da kann man die buchen und kann man mit dir umeinander schippern. Also, ich kann euch bloß sagen, ich bin schon ein paar Mal gefahren. Ein Riesengaudi, ein Heckweg ohne Ende. Die Leute schauen, bumm, wenn man dann nicht so ein Problem ist, da auszuschauen. Hey, hey, hey. Und so, dass einfach ganz nett ist da drin. Super schön. Jetzt sagen wir da, die Weiber, jetzt sagen wir die Münchner. Ja, die kriegst du auf alle Fälle. Und wir sagen jetzt die Münchner, weil ich kann nicht. Schauen wir her. Wir zwei, mittendrin, schau mal da hin. Das ist die Karre von Mike, die kann man sich mieten. Viert euch groß, liebe Freude. Hallo, tschüss.